So. Wo war ich stehen geblieben? Ach du Scheiße. Laufen will ich natürlich. Ah ja, genau. Hier ist dieses Ding. Da komme ich nicht runter. Da ist nix. Ja. Das Rätsel muss irgendwie einen Ausgang haben. Also wenn ich jetzt... Ich glaube nicht viel rück. Jetzt hier hin und her jumpen. Ist... Naja, habe ich gestern auch schon alles probiert. Die sehen ja unterschiedlich aus. Diese Teleporter vielleicht. Ist das ein Hint fürs Rätsel? Naja, wo sie herkommen. Der Teleporter sieht immer so aus, von wo er herkommt. Also wenn er von Unrat, also der Erde kommt, hat die Sandsteinfarben. Dann kommt er aus der Urwaldwelt, dann hat er das hier. Wo ging es eigentlich da nochmal lang? Da war ich doch noch gar nicht. Warte mal. Ich war da die ganze Zeit hier. Warum ist mir das nie aufgefallen? Vielleicht habe ich auch irgendwie richtig teleportiert. Was haben wir hier für einen Knopf? Ich schätze mal, das ist ein Aufzug. Ach, das ist der Aufzug von wo? Nee, der sah anders aus. Hier ist der Aufzug. Und hier haben wir eine Bobbahn oder sowas. Okay. Da geht's aber nicht weiter. Jetzt sag mir nicht, ich muss mit den Teleportern noch mehr machen, damit sich hier was verändert. Ich batsch mal immer an die Wände. Ob hier vielleicht eine Dingswand ist, wo man durch... gehen kann. Okay. Und auf dem Stuhl mache ich das auch gerade. Ja, wäre vielleicht eine gute Idee, sich das von oben mal anzuschauen. Wenn man da reingucken kann. Ah! Es scheint mir, ich muss die Dinger irgendwie... Die sind rund. Und wenn ich das Ding jetzt drehe... Das muss ich so drehen, dass die Kurve so geht. So, warte mal, ich nehme mal die Maus. Also, dass die Kurve so geht. Also muss ich das Ding... Weiß nicht, um wie viel Grad die sich drehen. Um 90, 180. Und das muss ich so drehen, dass es so geht. Oder nee, das passt ja nicht ganz. Das muss ich um 90 Grad nach da drehen. Also um 90 Grad scheint sich das zu drehen. Dann kann ich hier lang... Und das müsste ich dann auch noch drehen. Hier, dann komme ich wieder hier raus. Und das drehe ich, dann komme ich da lang. Und dann komme ich hier raus irgendwo. Nur schön und gut. Machen wir mal ein Foto. Ah, da ist doch unser Drehdings. Oh, erstmal ein Foto, wie es war. Aber welchen ich jetzt drehen will, kann ich das irgendwo auswählen? Hier an den Nypsis? Ist nicht, ich drehe einfach mal den hier. Ach, das komplette dreht sich. Dreh nochmal zurück und es dreht sich um 90 Grad. So viel wissen wir schon mal. Und wir kommen hier direkt in der Mitte durch. Da kommen wir lang. So.
sieht man das am besten? Muss ich so machen. Also, hier kommen wir rein. Und da ging es dann nicht weiter. Jetzt drehe ich das. Das heißt, ich komme. Da sehe ich dann einfach nur eine Wand. Das ist irgendwie kein. Habe ich nach rechts gedreht oder nach links gedreht? Ich glaube, ich habe nach links gedreht. Nee. Damit drücke ich links, dreht es nach rechts. Drücke ich rechts, dreht es nach links. Ja, leck mich doch am Arsch. Jetzt müsste ich unten vor einer Wand stehen. Ich könnte es mal ausprobieren. Da dürfte ich jetzt gar nicht reinkommen. Was ist das hier? Jo, Wand. Kannst gleich wieder hochfahren. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass ich diesen Spalt nicht gesehen habe, dass man da durchgehen kann. Ah, ich war gestern wahrscheinlich zu müde. Und hab das nicht gecheckt. Fehlt hier was? Ach nee, das ist einfach nur für den Aufzug. Ja, dann drehen wir halt nochmal. Ich drehe jetzt rechts. Und damit steht da auch wieder eine Wand. Nochmal rechts drehen. Dann habe ich nochmal eine Wand. Ich muss irgendwie. Ja, jetzt habe ich den ausge. Aber wie kriege ich das Ding hier zum Beispiel gedreht? Irgendwo muss es ein Dienelement geben, um die Einzelteile zu drehen. Ich wüsste doch, wie ich so drehen müsste. Hier ist auch irgendwie. Hier gibt es auch was. Da kann ich hier durchkommen. Durch die Wand. Also so bringt mich das ja nicht weiter. Ich gehe hier rein, gehe hier um die Ecke und hänge da. Oder kann ich gegen die Wand drücken? Ja, klar. Ist klar. Gegen die Wand drücken. Schieb, schieb. Da dreht sich nichts. Naja, wäre physikalisch auch ein Blödsinn, wenn ich hier eine Kraft aufwende, dann geht die Gegenkraft natürlich in die. Und es tut sich überhaupt nichts. Aber wer weiß, welche physikalischen Gesetze auf diesem Planeten gelten. Also ich muss hier oben irgendwie was. Ist doch da. Irgendwie muss ich was machen, sonst wäre das ziemlich frei. Und ich muss jetzt irgendwie den Weg finden. Entweder hier, aber das bringt mir gar nichts, da komme ich nicht rein. Dann scheint's. Warte mal, lass mal gucken. Das ist mein Teil. Hier, also bin ich auf dieser Brücke. Und da geht's runter und hier geht's zu diesem Aufzug. Und da geht's vielleicht hier lang. Vielleicht muss ich das so machen. Ich drücke immer rechts. Ja, das hilft mir da nichts. Also eigentlich brauche ich vielleicht zwei Leute. Einer, der reingeht. Und einer, der weiter dreht. Ja, und einer, der hier reingeht. Und jetzt kann doch einer von da reingehen, oder? Von hier rein, eventuell. Aber sieht so aus, als ob das
da drunter läge. Also das hilft mir auch nichts, der läuft dann hier lang und kommt dann da raus. Und hier kommt auch kein, also drücke ich nochmal. Jetzt käme der zumindest ein Stück weiter. Aber auch nur bis hier hin. Da käme gar keiner rein. Und der käme auch nicht weit. Ich weiß nicht, was soll das bedeuten. Was ist denn das Ding? Vielleicht hat das was zu sagen. Und dann gibt es noch die Konstellation. Na, die hatten wir doch gerade eben. Das ist doch unser Anfang, oder? Ne, warte mal. Vielleicht kann ich ja jetzt hier links lang laufen. Lass uns das mal anschauen. Weil ich bin jetzt erstmal nur hier. Oh, schau die Wand. Moment mal. Da gibt es noch ein Stockwerk. Da gibt es zwei Stockwerke. Ist das immer da oder nur weil ich gedreht habe? Es geht das Raten wieder los. Okay, die Dinger machen dann immer eine Kugel. Und das ist dieser... Habe ich noch nicht gedrückt. Das ist dieser Teleport. Der deaktiviert sich das dann wieder. Das ist hier diese Kreise. Die füllen sich dann. Aber was heißt das? Naja, das... Der andere Teleporter-Teil wahrscheinlich auch ungefähr diese Größe des Kreises. Mal schauen, wo ich rauskomme. Ob das auch dieselbe Größe ist. Irgendwie muss ich doch einen Hinweis haben. Da die Knöpfe und hin und her teleportieren, bis ich irgendwann mal da rauskomme, wo ich... Das ist ja nicht Sinn des Spiels bestimmt. Kann man auch machen. In letzter Verzweiflung hat das ja immer weitergebracht, aber... Das ist bestimmt... Geht da schneller. Man kann auch bei so einem Kurzschluss 10.000 Kombinationen durchprobieren, kommt wahrscheinlich weiter. Das ist jetzt genauso groß. Das sieht auch genauso aus. Jetzt bin ich hier unten drin. Einmal geht's da nicht weiter, aber hier. Jetzt bin ich da unten. Was mir natürlich überhaupt nichts bringt. Und jetzt kann ich die Tür von dem anderen aufmachen. Ich gehe erstmal hier lang. Gasse? Das hatte ich schon von der Brücke. Ja, wo ist jetzt die Brücke? Die ging doch von hier nach darüber. Brücke ist nicht da. Marty, du musst mehrdimensional denken. In dieser Dimension gibt es keine Brücke. Okay. Aber da gibt es vielleicht die Tür. Was ist das? Steht da drauf? Brosenf. Öl, Oil, Bro-Senf, nee, Kero-Senf, Hero-Senf, Kero-Senf, Kerosin, F, ach, keine Ahnung, doch, Kerosin, Kerosin, das ist ein E da hinten, ist noch ein bisschen verunglückt, Kerosinöl. Sackgosse. Ich komme hier bestimmt irgendwo zu der Tür. Hier bestimmt. Stolper, die Stolper. Stolper, die Stolper. Stolper, die Stolper. Nochmal Kerosinöl. Da ist die Tür. Aber, naja, und da kann ich jetzt, jetzt gucken wir mal, ob die, die sind, ich könnte wieder zurück. Das heißt, ich kann... Das ist wahrscheinlich die Lösung des Rätsels. Ich muss dann jedes Mal hier durchgehen und kann dann... Da hat sich oben was verändert. Aber ich gucke mir nochmal die anderen Dings an. Durch das Teleportieren hat sich vielleicht das Labyrinth oben verändert. Aber nur, solange ich nicht wieder zurück teleportiere. Ja, hier ist nichts.
Man muss ja auch immer auf unsichtbare Wände. Okay, also wenn ich rauskomme. Links. Was ist hier? Da war auch nichts, ne? Sackgasse. Naja, also wenn ich aus dem Ei rauskomme. Aus dem Ei. Links hoch. Wieder links. Und links. Links halten. Ich habe hier was gesehen. Kann ich das benutzen? Und wenn ja, wozu? Es dreht sich. Und zwar um wie viel Grad? Um 90, ne? Ja. Und wenn ich das drehe, dann dreht sich das natürlich auch oben vielleicht. Da ich hier oben durchgehe, ich drehe hier mal. Ich drücke immer der erste bzw. rechts und drehe um. Genau. Jetzt müsste man wissen. Jetzt habe ich hier oben was geändert. Ein Segment habe ich gedreht. Nur welches? Ah. Wieso muss ich denn jetzt auf einmal laden? Ein Segment habe ich gedreht. Jetzt lad schon. Und jetzt habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Und das hat sich jetzt auch oben gedreht, dieses Segment. Das hat sich ja auch oben gedreht. Und so muss ich mir wahrscheinlich das Labyrinth zusammenbasteln. Durch viel probieren. Oder fotografieren, schauen, merken. Jetzt vorher fotografieren sollen, dann hätte ich nochmal gucken können, welches sich dreht. Und dann hätte ich nochmal gucken können, wie oft ich es drehen muss. Und dann gehe ich nochmal runter und dann weiß ich, ah, ich muss dreimal drehen, dann drehe ich es dreimal und dann weiß ich, ah, oben passt's. Und ich komme ein Stückchen weiter. Da ist ja noch eine Tür. Das ist die Leute, das ist die Tür nach unten. Die muss aber von dieser Seite aufgehen. Gut so. Das ist jetzt aber interessant, dass ich. Deswegen hat er auch geladen. Ne, rechts geht's dann zur anderen Tür. Also da kam ich immer wieder nach UNRWA zurück. Falls ich da noch einen anderen Eingang brauche. Oder aus UNRWA komme ich da rein. Und das wird die andere Tür sein, oder? Genau. Da will ich erstmal. Also dann rechts halten, jetzt links, rechts halten. Nee. Doch. Ja, nein, doch. Ja, nein, doch. Genau. Und. Ja, ich hoffe, wenn ich mich jetzt zurück teleportiere, dass der Spalt noch da ist. Welchen nehme ich denn? Den in der Mitte, oder? Ich habe bis jetzt mal auch den in der Mitte genommen. Ich hoffe, der in der Mitte ist richtig. Ich hoffe einfach, dass in der Mitte am wenigsten Auswirkungen hat, dass sie einfach nur zurückkommen. Einfach nur zurückkommen. Warum habe ich keine Ladeanzeige? Beziehungsweise, warum dauert das so lange, wenn er schon fertig geladen hat? Ist die große Frage, ist der Durchgang noch da? Und ja, der Durchgang ist noch da. Also nehme ich immer das in der Mitte zum Zurückgehen.
Jetzt ist die zweite große Frage. Fahr mal nach oben. Erstmal hol den Aufzug, der ist hier unten. Wie hat sich da was verändert? Ich hätte es halt vorher fotografieren sollen. Fotos gehen schnell. Tja, ich weiß nicht, welches ich verändert habe. Das ist das Problem. Also mache ich ein Foto. Da käme man schon mal durch. Bis da ungefähr. Vielleicht steht es ja auch richtig. Also ich bin ja hier runtergegangen. Hier bin ich runtergegangen. Und wenn ich was gedreht habe, ist es wahrscheinlich der. Und alles, was hier unten ist, kann ich manipulieren. Und wenn ich den jetzt weitermache, dann kann ich als nächstes den hier. Aber da kommt man ja schon durch. Und wenn ich jetzt noch weitermache, dann kann ich den Kreis manipulieren. So denke ich mir das zumindest. Den fotografiere ich. Und da sage ich, der muss um 90, um 180 Grad gedreht werden. Und jetzt gehe ich hier wieder runter. Den konnte ich hier nicht drehen, den konnte ich da anders drehen. Also, gehe hier und den 180 Grad drehen. Der hat auch zwei Öffnungen. Da könnte ich dann sogar wieder zurück. Knopf noch nicht gedrückt. Den Knopf noch drücken. Ja, Knopf drücken. Mir gerade eingebildet, es leuchtet nicht, egal. So, jetzt muss ich um 180 Grad drehen, dann komme ich wahrscheinlich aber auch wieder raus. Ohne große Probleme. Weil der auf beiden Seiten mit Höhe. Seiten der Tür. Ich komme hier eigentlich da raus, gar nicht. So. Hier. 180 Grad drehen. Ich bin jetzt wieder ganz oben. Zweimal. Der müsste dann da 180 Grad gedreht. Und ich müsste eigentlich wieder zurückkommen hier. Oder muss ich oben lang? Das ist die große Frage. Nee, da war ja auch eine Tür. Eins, zwei, drei, vier. Irgendwie komme ich eigentlich immer zurück, weil es vier Türen hat. Mal gucken, ob sich das Labyrinth verändert hat. Müsste sich einfach, eigentlich. Aber ich bin in derselben Dimension. Ich bin. Naja, ich bin gesprungen. Na, wenn nicht, dann muss ich halt noch mal rein und den Weg über die Brücke wieder gehen.
Aber das wäre hier irgendwie schneller. Dann gucken wir uns mal unser an. Es hat sich nichts geändert, oder? So sieht es jetzt aus. Also dass das hier unten, aber ich will das ja so haben, dass das hier dann die Kurve nach links und das hat sich nicht geändert. Also es macht immer noch diese Rechtskurve, oder? Es hat sich was anders geändert. Muss ich immer, warte mal, hier habe ich jetzt einen, der nach da geht. Der geht nach da, sieht aus so wie so ein bisschen nach F. Nein, das sieht immer noch aus wie ein F. Und das, ja, ich muss da wahrscheinlich, gucken wir mal rein, F. Und da haben wir hier so einen Haken. F-Haken? Ne, das ist alles schon so. Ich muss wahrscheinlich über die Brücke. Also. Wenn ich jetzt wieder zurückspringe, ist das wieder nichtig gemacht? Muss ich dann noch zweimal? Ich muss scheinbar und durch die andere Dimension durchstapfen, damit sich was tut. Ziemlich crazy, das Spiel. Ziemlich crazy. Also drücken wir nochmal zweimal drauf und drehen das um 180 Grad. Rechts lang durch die Tür. Über die Brücke und wieder das mittlere. Hoffe ich doch, oder? Nicht, dass ich ein anderes benutzen muss. Weil ich nicht begriffen habe, was man hier tun muss. Mit den Teleportern werde ich. Die sehen alle ein bisschen anders aus, okay. Die sagen mir, aus welcher Welt sie kommen. Also es wäre nur logisch. Eigentlich wäre es logisch, wenn ich zurück.